Eine Riesentorte für die Tafel. Unter diesem Motto und mit der finanziellen Unterstützung der Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau backten Schüler der Oskar von Miller Berufsschule eine 150 Kilo schwere XXL-Torte. Wir wollen jetzt praktisch eine Riesentorte machen und die Torte wird dann praktisch verkauft. Und der Erlös von dieser Torte kommt dann der Spannerfer Tafel zugute, die praktisch dann hier ein Kühlhaus anschaffen wollen für ihre Waren. In Deutschland gibt es Lebensmittel im Überfluss und dennoch haben nicht alle Menschen genug zu essen. Armut existiert auch vor unserer eigenen Haustür und ist ein regionales Problem. Daher haben wir uns mit dem Tafelprinzip angeschlossen und haben auch mit in der Schwandorfer Tafel versucht, im Landkreis Schwandorf Menschen, die in Armut leben, zu erreichen und mit materiellen Unterstützungen, also mit Lebensmitteln, eine Unterstützung im Alltag zu gewähren. Vorher stand aber auch die Frage, wer beteiligt sich noch als Träger, weil uns Caritas klar war, alleine werden wir das nicht schultern können. Und haben uns dann im Bereich der anderen Wohlfahrtsverbände in Schwandorf umgesehen. Und es hat sich das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Schwandorf und die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Schwandorf, bereit erklärt, als Träger mitzuwirken. Und so entstand diese Zusammenarbeit, die ein Novum darstellt, soweit uns bekannt in ganz Bayern, dass diese drei Wohlfahrtsverbände in einem Projekt zusammen kooperieren. Überschüssige Lebensmittel werden von ehrenamtlichen Mitgliedern eingesammelt und in die Ausgabenräume der Tafel gebracht. Ich selber bin mit Obst und Gemüse beschäftigt. Wir machen das alles sauber. Wir glauben das Obst aus, dass nichts Gefaltes drin ist. Und der Salat, das wird alles geputzt. Und wenn wir glauben, da ist irgendwo ein bisschen Schimmel oder was, das kommt alles gleich in Abfall. Die Tafel Schwandorf hilft wirtschaftlich benachteiligten Menschen, eine schwierige Zeit zu überbrücken und gibt ihnen dadurch eine Motivation für die Zukunft. Eine Motivation, die auch die ehrenamtlichen Helfer mitbringen. Nachdem es uns ja selber eigentlich gut geht und ich glaube den meisten, die hier bei der Tafel beschäftigt sind, denen geht es relativ gut. Und aus dem Grund helfen sicher die, um dann eben den Bedürftigen dann wirklich auch vielleicht eine kleine Freude bereiten zu können. Man hat eine Aufgabe, das was ich gerne tue und weil ich auch gerne unter die Leute bin. Gegen einen symbolischen Betrag können bedürftige Menschen diese Waren beziehen. Mit der Kundenkarte nehmen sie die weiße Kiste und fangen da bei Obst an. Und Obst, dann kommt Gemüse und dann kommt Wurst, Fertiggericht, Joghurt und Käse. Das ist eine Reihenfolge. Und zuletzt, wir packen sie ein und dann kriegen sie noch zum Schluss Brot. Der laufende Betrieb muss finanziert werden und ist nicht nur auf Geldspenden angewiesen, sondern auch auf die Hilfe von ehrenamtlichen Mitarbeitern. So war die Tafel dankbar, als die Oskar von Miller Berufsschule auf die soziale Einrichtung aufmerksam wurde. Fast ein Jahr lang wurde auch Unterricht in der Tafel abgehalten. Unterricht in Form, dass die Jugendlichen einfach kennenlernen, wie es ist, wenn die Überschussware aus den Geschäften zusammengeholt wird. Oder dann auch nachmittags die Ware an die Bedürftigen zu verkaufen. Oder auch Dinge wie die Räume der Tafel in frischem Weiß erstrahlen zu lassen. Wir haben da geweißelt. Und natürlich auch uns Gerichte überlegt, die man ganz einfach mit den Produkten der Tafel nachkochen kann. Da wurden dann Rezepte erstellt, die wurden dann Nachmittag ausgegeben. Und natürlich die Suppe auch dazu. Unser Unterricht findet im Leben statt, nicht nur im Klassenzimmer, nicht nur mit dem Taschenrechner und mit dem Schreibblock. Wir versuchen Kompetenzen zu vermitteln und unseren Jugendlichen auf diesem Weg diese Pfunde, mit denen sie dann im beruflichen Leben wuchern können, mitzugeben. Und ich denke, dass das Tafelprojekt nicht nur von der Symbolik, sondern auch von dem, was für unsere Schüler bleibt, einen außergewöhnlichen Eindruck hinterlassen wird. Und ich freue mich ganz besonders, dass meine Kollegen, meine Schüler, unser Team das auf die Beine stellen konnte, was sie heute sehen. Und was treibt die Schüler dazu an?
Ja, weil ich mir das ausgesucht habe, weil ich mal was Soziales machen wollte für soziale Einrichtungen und da hat sich halt das angeboten. Eine 2 auf 3 Meter große Buttercremetorte wurde in Form einer bunten Schultafel gestaltet. Diese Tafel für die Tafel sollte viele Schwandorfer anlocken und zu Spenden animieren. Es ist kein Ruhmesblatt, dass wir eine Tafel brauchen, aber wenn sie schon da ist, dann muss sie natürlich auch unterstützt werden. Und das ist hier eine der Organisationen oder der Aktionen, wo auch wieder Geld in die Tafel eingezahlt werden kann. Die zweite gute Idee ist, das mit Schülerinnen und Schülern zu machen, die noch ohne Ausbildungsplatz sind, die damit sich beweisen können, was sie alles können, auch ein gewisses Selbstwertgefühl aufbauen können und dann natürlich auch mit ihrer schwierigen Situation besser umgehen können. Und die dritte gute Aktion oder Idee finde ich, dass ein örtlicher Konditor und Bäckermeister sich hier zur Verfügung gestellt hat, die Aktion zu begleiten oder auch erst durch seine Einrichtungen möglich zu machen. Also man sieht, es ist ein Gemeinschaftswerk, das wirklich ganz toll gelungen ist. Viele Vertreter aus Politik, Wirtschaft und sozialen Verbänden ließen sich den Tortenanschnitt nicht entgehen. Eine solch sinnvolle und umfangreiche Aktion, um Bedürftige zu unterstützen, dürfte in dieser Region wohl einmalig sein. Ein Projekt, das zur Nachahmung besonders empfehlenswert ist. Jugendliche und Bedürftige als auch Ehrenamtliche stehen für eine gemeinsame Sache ein. Sie schaffen einen Ort der Menschlichkeit. Hier können sich Bedürftige sinnbildlich gemeinsam an eine Tafel setzen, um sich auszutauschen. Hier sind Sie jederzeit herzlich willkommen.